Der Buddha hat etwas gelehrt, was die vier Machtfährten genannt wird. Auf Pali heißt es Idipada. Pada ist der Pfad oder die Fährte, so wie Dhammapada. Und Idi sind Mächte. Was sehr oft auch mit übernatürlichen Mächten verwechselt wird. Aber die vier Machtfährten sind erstens einmal vier der 37 Erleuchtungsfaktoren und zweitens mal werden sehr häufig als das Wichtigste von den Dingen erklärt, die wir in uns entwickeln sollen, um auf diesem Weg wirklich einmal vorwärts zu kommen. Es ist ein Pfad, auf dem man vorwärts schreitet. Buddha hat auch gesagt, dass wenn man nicht vorwärts schreitet, man rückwärts schreitet. Es ist unmöglich, stehen zu bleiben. Und diese vier Machtfährten zeigen uns ganz deutlich, dass wir unseren Geist dorthin richten können, wo wir ihn hinrichten wollen. Wir brauchen nicht das Opfer unseres Geistes zu sein. Wir sind es aber sehr oft. Wir sind sehr häufig das Opfer von Gedanken, Emotionen und Reaktionen, die uns absolut nichts helfen. Das heißt also, dass wir diese vier Machtfährten in uns immer wieder so weit entfalten können, dass sie eines Tages zur Selbstverständlichkeit werden. Natürlich nur, wenn wir wollen. Das ist ein ganz großer Teil dieser Machtfährte, das Wollen. Die ersten beiden, die erste heißt die Konzentration der Absicht und die zweite heißt die Konzentration der Willenskraft. Wir uns erstmal die ersten beiden anschauen. Dann mit der Absicht anfangen, weil sie immer als erste genannt wird. Das bedeutet für jeden, der meditiert, dass er sich darüber klar werden muss, eines Tages, wieso er meditiert. Was ist die Absicht dahinter? Meditieren wir, um unser Leben etwas angenehmer zu gestalten? Oder haben wir etwas dringendere Anliegen? Diese sich das Leben etwas angenehmer zu gestalten, ist eine sehr erfreuliche Nebenerscheinung. Für diejenigen, die ein Teil wenigstens der Vertiefung kennen. Eine erfreuliche Nebenerscheinung. Aber das ist bestimmt nicht das, was der Buddha im Auge hatte. Das ist bestimmt nicht das, wozu er 45 Jahre lang seines Lebens gelehrt hat und 17.500 Lehrreden uns überliefert hat, dass wir uns das Leben ein bisschen angenehmer gestalten. Das kann es doch wohl nicht sein. Dazu gehört vielleicht einmal festzustellen, was hat eigentlich der Buddha im Auge gehabt mit der Meditation? Und kann ich mich dieser Absicht des Buddhas annähern oder bin ich weit entfernt? Das heißt also, sich selber einmal darüber klar werden, wozu meditiere ich? Was ist der Grund, die Absicht und was versuche ich damit zu bezwecken? Nun, das Erste, was ich bereits erwähnt habe, ist das Leben etwas angenehmer zu gestalten, ist eine, wie ich sage, eine Nebenerscheinung und kann nicht als ein erfüllender Grund akzeptiert werden. Sollte es der einzige Grund sein, mit dem man irgendwie sich beschäftigen kann, dann braucht man die Buddha-Lehre nicht. Dann kann man sich immer wieder aufs Kissen setzen und immer wieder versuchen. Die Lehre des Buddhas geht einen ganz anderen Weg. Bei der Lehre des Buddhas ist die Meditation das Mittel zum Zweck und kein Zweck an sich. Also die Absicht ist zu untersuchen, was will ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Zwischen heute und dem Tag, wo ich ins Grab komme. Und bin ich mir überhaupt darüber klar,
dass dieser Tag, wo ich ins Grab komme, jederzeit kommen kann. Dass der überhaupt nichts mit dem Alter zu tun hat. Habe ich mir das auch überlegt. All das sind Absichten, die den Geist in gewisser Richtungen bringen. In Richtungen, wo er sich eines Tages von dem, was die Welt bietet, abwenden kann und sich dorthin wenden kann, wo die Welt transzendiert. Aber das kann man nicht so auf Anhieb. Dazu muss man sich erst einmal Klarheit verschaffen. Klarheit im eigenen Geist. Wozu meditiere ich und was will ich mit meinem Leben anfangen? Zwischen heute und dem Tag, wo ich gar nichts mehr anfangen kann, wo alles zu Ende ist. Und bin ich mir übrigens klar, außerdem noch klar darüber, dass dieser Tag jederzeit sein kann. Dass es überhaupt keine Garantien gibt, dass das noch sehr weit entfernt ist. Das ist eine Sache, die man sich durch die Absicht klar werden kann. Das zweite ist natürlich ganz wichtig, das zu erkennen, ob die Absicht, die ich im Leben habe, ob die rein nur sich darum handelt, für mich etwas zu bekommen, oder steht noch etwas anderes dahinter. Wie weit habe ich das Meditieren erkannt als eine Selbsterfahrung, die eine neue Perspektive eröffnen kann und soll und muss? Wenn Meditation keine neue Perspektive eröffnet, neue Perspektiven, die das Ich und die Welt um das Ich herum anders erscheinen lässt, dann ist vielleicht die Absicht hinter der Meditation noch nicht diejenige, die es wirklich zur Erfüllung bringen kann. Wenn wir also wissen, dass Meditation ein Mittel zum Zweck ist, dann müssen wir uns den Zweck überlegen. Was ist der Zweck? Ist der Zweck selbstbezogen? Möchte ich etwas bekommen? Oder was ist denn der Zweck? Um was geht's denn eigentlich, wenn ich auf dem Kissen sitze? Es ist unmöglich, nicht Selbsterfahrung zu machen auf dem Kissen, wenn man aufpasst. Die Selbsterfahrungen können in jeder Richtung sein, aber selbst wenn man aufpasst und die Selbsterfahrung macht, will ich sie verwenden. Will ich mit dieser Selbsterfahrung stärker Einsicht haben in mich selber, so dass sie verwendbar sind. Und wenn sie verwendbar sind, kann ich dann mehr fallen lassen. Die Richtung der Lehre des Buddhas geht nicht, etwas zu bekommen. Die geht immer dahin, etwas fallen zu lassen. Am Ende müssen wir sowieso alles fallen lassen. Und da sind wir alle auf dem Weg dahin. Also wir könnten ja schon mal anfangen damit. Je schneller man damit anfängt, desto einfacher ist es, da man sowieso immer nur kleine Stücke fallen lässt. Es ist also ganz wichtig, sich einmal auf das Kissen zu setzen und zu kontemplieren, wieso sitze ich hier eigentlich? Zu was brauche ich das? Ich könnte auch woanders sitzen. Was ist der Grund für mein Meditieren? Was ist die Absicht dahinter? Was will ich bekommen oder habe ich schon bereits erkannt, dass es überhaupt nicht darum geht, um etwas zu bekommen, sondern nur um etwas zu verlieren. Und je mehr wir loslassen können, desto weniger tragen wir mit uns herum. Also, je weniger sind wir belastet. Loslassen bedeutet Belastungen verlieren. Wie macht man das? Dazu muss der Geist sich einmal ganz klar darüber werden, zu was er auf dem Kissen sitzt. Was will ich? Und dieses sich klar werden darüber bedeutet auch, dass wir
untersuchen, wie unser Leben im Moment abläuft. Was ist es, was das Leben angenehm macht und was ist es, was es unangenehm macht? Und da werden wir bestimmt Dinge finden, die uns erfreuen und Dinge in unserem Leben, die uns betrügen. Das ist allgemein bei jedem so, dass er beides hat. Und dann sich vor allen Dingen einmal die Dinge anschauen, die uns betrügen. Und einmal sehen, woran das liegt, dass sie uns betrüben. Betrübt sein ist keinesfalls sensibel sein. Betrübt sein ist eine Befleckung. Denn betrübt sein, wie immer es auch sei, stark oder mittelmäßig oder schwach, bedeutet, dass wir etwas haben, was wir nicht haben wollen, oder etwas nicht haben, was wir haben wollen. Das heißt also, es ist immer auf Begierde begründet. Es hat keine andere Ursache. Also, was ist es, was mich im Leben im Moment stört? Was wäre es? Und dann erkennen, vielleicht dadurch erkennen, dass das, was mich im Leben stört, dass ich das ja nur durch innere Änderung verändern kann. Das, was mich stört, kann ich ja nicht durch äußere Änderung verändern, ja nur durch innere Änderung. Sollten wir uns innerlich verändern, so ändert sich sowieso alles um uns herum. Die Absicht muss erkannt werden, wozu und was ist meine Richtung im Leben. Erst wenn wir eine klare Richtung haben im Leben, können wir einen Pfad ungehindert gehen. Solange wir nicht genau wissen, in welche Richtung wir marschieren wollen, dann werden wir wahrscheinlich öfter mal Nebenpfade einschlagen. Denn die Richtung ist dann nicht gegeben. Wohin mit uns? Eine Sache ist ganz sicher. Wir gehen alle dem Tod entgegen. Und was mache ich dazwischen? Was möchte ich dazwischen noch erledigen? Ein ganz wichtiger Punkt. Der ist nun mal ein Gegebenes. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Jetzt haben wir einen Punkt, wo wir sind und einen Punkt, wo wir hingehen. Was passiert in der Zwischenzeit? Was will ich? Diese Richtung zu wissen, diese Richtung dann auch einzuschlagen und dann stetig beizubehalten, das ist die Möglichkeit des spirituellen Pfades. Ein bisschen meditieren, sich das Leben etwas angenehmer zu machen, ist nicht der Sinn der Lehre des Buddhas. Meditation ist eine Notwendigkeit, um dem Geist die Möglichkeit zu geben, sich zu sammeln, zu besinnen, zu sich zu kommen, einmal das Äußere fallen zu lassen, aber es ist nicht der Endzweck. Wenn wir uns also das überlegen, so ist das ein ganz wichtiges Unternehmen. Und was immer da wir als Antwort in uns selber finden, aufschreiben. Denn diese Antworten ändern sich, hoffentlich. Wenn sie endgültig sind, dann gibt es nur ein Wort dafür. Aber dieses eine Wort ist auch etwas, wo man sich langsam hinarbeitet. Daher aufschreiben und dann immer wieder schauen, ob sich nicht doch etwas geändert hat. Mit der Absicht und mit dem Lebensinhalt. Wenn wir uns das anschauen, was uns betrübt, so kann es doch nur etwas sein, was weltlich ist. Es kann doch nichts sein, was das Weltliche transzendiert. Das ist ja unmöglich, dass uns das betrübt. Also, das Weltliche betrübt uns. Irgendetwas Weltliches. Wieso, warum und wozu? Überlegen, erkennen, aufschreiben. Nächsten Tag wieder nachschauen. Stimmt's immer noch? Wieso betrübt's mich? Muss ich es haben? Muss ich dieses
diese Last, diese Bürde auf mich nehmen? Oder gibt es einen ganz anderen Weg? Des Buddhas Weg ist der spirituelle Weg, der das Weltliche transzendiert. Will ich ihn einschlagen? Das ist die Absicht. Die Konzentration der Absicht bedeutet, dass wir uns nicht mehr davon abbringen lassen. Sollten wir dazu gekommen sein, zu wissen und zu erkennen, dass das Weltliche uns nie befriedigen kann. Mal ist es angenehm, mal ist es unangenehm, aber es wird uns nie innerlich erfüllen. Wenn wir so weit gekommen sind, dass wir das schon gesehen haben, weil wir schon genug davon erlebt haben, und dann die Absicht haben, es zu transzendieren, dann können wir uns darauf konzentrieren. Dann wollen wir es wirklich tun und nicht immer wieder vergessen. Es ist leicht, diese Absicht zu vergessen in dem Tumult des täglichen Lebens, wenn man sehr gefordert ist mit vielen Dingen, die man zu tun hat. Es ist sehr einfach, das alles zu vergessen. Aber dennoch, ein Mensch, der schon recht gut meditieren kann und schon öfter mal die Lehre des Buddhas gehört hat, kann sich immer wieder fangen und immer wieder erkennen, um was es wirklich geht. Und wie ich sage, es ist hilfreich, das aufzuschreiben, weil das ändert sich natürlich auch andauernd, wie sich alles ändert, was man für wirklich für wichtig hält. Im Prinzip geht es darum, was ist mir das Wichtigste? Und ist das, was mir das Wichtigste ist, vollkommen egobezogen oder gibt es da noch was anderes dabei? Natürlich ist das, was uns das Wichtigste ist, hat immer damit zu tun, mit uns selber. Aber ist es ausschließlich für mich selber? Oder ist es ausschließlich für mich und einen? Oder gibt es da noch ein bisschen mehr? Anschauen, überlegen, nicht nur auf dem Kissen sitzen. Wissen, warum. Wenn wir wissen, warum und die Richtung haben, dann die Konzentration der Absicht. Die Konzentration der Willenskraft folgt der Absicht natürlich. Denn das, was wir wollen, das bekommen wir auch. Es ist sehr interessant, dass im Leben all die Dinge, die wir bekommen, die Dinge sind, die wir gewollt haben. Obwohl es uns sehr oft nachher entweder absurd erscheint, dass wir das gewollt hätten, oder aber, dass wir uns wundern, wieso wir es bekommen haben, weil wir vergessen haben, dass wir es gewollt haben. Unser Wille ist unser Himmelreich. Deswegen aufpassen, was wir wollen. Was wollen wir wirklich? Unsere Willenskraft ist eine transzendentale Kraft, die wir alle in uns tragen. Und wir haben bestimmt schon Erlebnisse im Leben gehabt, die sich etwas, die seltsam waren oder magisch waren, weil wir gar nicht verstehen konnten, wieso das, was wir wollten, sofort erschien. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Manchmal dauert es etwas länger. Die meisten Menschen wollen alles das Falsche. Und nachdem sie es bekommen haben, sind sie unglücklich. Und dann wundern sich, wieso. Wieso sehr lauter solche Dinge ihnen passieren, die sie eigentlich gar nicht wollten. Was wir wollen, ist ganz besonders aufmerksam zu beurteilen. Was will ich? Wohin will ich meine Willenskraft richten? Jetzt dürfen wir aber nicht verwechseln. Willenskraft mit Resultatdenken. Resultatdenken ist der Wunsch des Erfolges. Mit dem, was ich tue, möchte ich gerne Erfolg haben. Mit dem, was ich tue, möchte ich anerkannt werden.
Mit dem, was ich tue, möchte ich geliebt werden. Mit dem, was ich tue, möchte ich es angenehm haben. Um wen geht's? Um ich. Ich möchte gern für mich. Das funktioniert nie. Denn die Willenskraft, die eine sehr starke Kraft ist, ist vollkommen geschwächt davon, wenn wir dieses Resultatdenken da hineinbringen. Wenn wir dieses Denken, ich möchte etwas für mich haben, da hineintun, dann ist die Willenskraft mindestens um 50% geschwächt. Sie kann nur Stärke haben, wenn sie konzentriert ist. Die Konzentration der Willenskraft hat sehr große Stärke. Aber wenn wir sie damit schwächen, dass wir ein Resultat suchen, dass wir etwas haben wollen, dann wird sie nicht mehr die Möglichkeit haben, uns so zu helfen. Das heißt also auch bei der Meditation. Wenn wir erst einmal unsere Absicht uns klar machen, was will ich eigentlich? Und dann die Willenskraft hochkommen lassen, das, was ich als Absicht habe, zu verwirklichen. Dazu gehört nicht, dass man nun das Resultat sucht. Die Willenskraft alleine gibt dem Geist die Richtung. Die Willenskraft ist sozusagen wie ein Ankurbler, die Bewegung des Geistes ankurbelt. Und wenn uns unterwegs verloren geht, die Willenskraft verloren geht, weil der Geist anfängt zu säuseln, was ja sehr leicht passieren kann, dann muss man wieder neu ankurbeln. Aber man muss sich klar werden, wieso und wozu. Die beiden müssen zusammengehören, die Absicht und die Willenskraft. Die Willenskraft oder die Entschlusskraft, die eine unumgänglich notwendige Geistesformation ist, in allem, was wir tun, muss aber auf ihrer Reinheit bestehen bleiben. Das heißt, die Reinheit des Willens zum Guten. Und das Gute kann nicht allein egobezogen sein. Wenn ich mich entschließe, ich will mich konzentrieren. Ich will mich nicht ablenken lassen. So ist das ein Läuterungsprozess. Das nicht abgelenkt werden, das nicht denken, ist ein Läuterungsprozess. Und dieser Läuterungsprozess ist nicht alleine für uns selber von Nutzen. Wir sind immer miteinander verbunden. Es muss uns also klar sein, dass wir nie diese Dinge nur für uns alleine tun. Aber das muss auch in der Absicht und der Willenskraft enthalten sein, so dass uns das immer wieder klar wird. Denn sonst verfallen wir sehr leicht in die Lässigkeit und Trägheit, die uns vielleicht vorgaukelt, dass wir schon genug getan haben. Wer weiß, was genug ist? Wer kann das beurteilen? Wenn wir aber wissen, dass es nicht nur für uns selber und für unser eines angenehmes Leben ist, sondern dass die Läuterung des Geistes, die durch die Konzentration kommt, jedem, der mit uns zusammenkommt, zugute kommt, dann haben wir vielleicht eine stärkere Ankurbelungskraft. Vor allen Dingen muss man sich klar sein, dass Willenskraft nicht mit Resultatdenken verbunden sein darf. Denn dann schwächen wir sie um 50%. Wir tun die Dinge, um sie zu tun, weil wir erkannt haben, dass das, was wir da tun wollen, das Gute ist. Und das ist alles. Da gibt es kein anderes, keinen anderen Gedanken. Alleine schon bei diesen beiden können wir sehen, dass der Geist in gewisse Richtungen gebracht werden kann und muss. Wir brauchen nicht einfach mitzumachen, was er uns erzählt und was uns die Welt erzählt. Die Welt erzählt Märchen. Und wir machen mit. Ist aber nicht nötig. Denn wenn wir uns tagtäglich vor Augen halten, so wie es der Buddha ja empfohlen hat, und wie wir es ja auch in den Kursen immer machen, dass
wir dem Tod verfallen sind und uns tagtäglich vor Augen halten, dass unsere Zeit hier auf dieser Erde sehr begrenzt ist, dann wird es uns vielleicht viel leichter fallen, die Absichten in eine Bahn zu lenken, wo unsere Willenskraft wirklich einen ganz klaren Weg hat, um einmal die Welt anders zu erkennen. Die beiden anderen Machtwerten sind die Konzentration des Bewusstseins und die Konzentration des Erwägens. Das ist mit anderen Worten Ruhe und Einsicht. Die Konzentration des Bewusstseins ist die Ruhe, die Konzentration des Erwägens ist die Einsicht. Wir müssen aber die Absicht und die Willenskraft bereits haben, um das, die nächsten beiden zu verwirklichen. Die Willenskraft ist nötig für die Ruhemeditation und die Absicht ist nötig für die Einsichtmeditation. Wenn ich keine Absicht habe, Einsicht zu bekommen, werde ich sie bestimmt nicht bekommen. Wenn meine Absichten immer noch in die Welt hineingehen, kann ich die Einsichten, die der Buddha gelehrt hat, bestimmt nicht nachvollziehen. Denn die Einsichten, die der Buddha gelehrt hat, sind ab von der Welt, weg von der Welt. Das heißt nicht, dass man sich körperlich entfernen muss. Das ist ja sowieso nicht möglich. Solange wir einen Körper haben, brauchen wir ja die Welt. Müssen sie ja ernähren und so weiter. Es bedeutet ganz einfach, dass wir eines Tages die Welt erkennen, für was sie ist. Nichts anderes wie ein Lernprozess. Eine Schulung, die wir fast alle nicht bestehen. Und daher sitzen bleiben und immer wieder kommen müssen. Genau wie es in der Schule ist. Immer wieder bleiben wir sitzen. Und dann kommen wir wieder, aber leider kommen wir nicht mit einem spirituellen Tagebuch in der Hand wieder, sondern wir kommen wieder auf die Welt mit gar nichts und müssen uns alles wieder erarbeiten. Immer wieder. Jetzt haben wir nun diesmal diese wunderbare Gelegenheit, dass wir die Möglichkeit haben, die es wirklich einmal klar zu sehen, was der Buddha uns zeigen wollte, wie es möglich ist, jegliches Dukkha einmal loszuwerden. Dazu gehört die Absicht, es loszuwerden. Aber es ist nicht möglich, es auf der weltlichen Ebene loszuwerden. Da ist es einfach. Solange wir irgendetwas loswerden wollen, weil wir es nicht haben wollen, oder etwas haben wollen, weil es uns fehlt, so lange ist es nicht möglich, das Dukkha loszuwerden. Da müssen wir uns selber loswerden, dann werden wir das Dukkha los. Es heißt also Ruhe und Einsicht. Die beiden, Ruhe und Einsicht, die Meditationswege ausmachen, es gibt nichts anderes. Ganz egal, welche Methoden wir benutzen, es gibt nur Ruhe und Einsicht. Diese beiden sind sozusagen Kollegen, die müssen zusammenarbeiten. Es ist vollkommen sinnlos, sich nur der Ruhemeditation hinzugeben. Das bringt nichts anderes wie angenehme Momente. Die muss mit Einsicht gepaart sein, die Ruhemeditation. Es ist auch nicht erfolgreich, sich nur um Einsicht zu kümmern. Es ist unmöglich, Einsicht zu bekommen, wenn der Geist keine Ruhe hat. Wir brauchen beides. Da der Buddha beides gelehrt hat, kann man wohl annehmen, dass wir beides brauchen. Aber es ist außerdem vollkommen logisch, dass wir beides brauchen. Die meisten Menschen, die zur Meditation kommen, wahrscheinlich 99%, kommen, weil sie Ruhe wollen. Sie wollen endlich einmal diesen Denkapparat abschalten, der ihnen ständig Schwierigkeiten macht.
womit sie ständig mit irgendwelchen Dingen beschäftigt sind, die ihnen eigentlich nicht passen. Und hoffen, dass die Meditation sie nun mal zur Ruhe bringen wird. So vollkommen legitimer Wunsch, aber es darf nicht dabei bleiben. Dieser legitime Wunsch soll hoffentlich erfüllt werden, dass mal Ruhe kommt, aber die Ruhe muss verwendet werden. Sie ist das Mittel zum Zweck, sie ist ein Mittel, das ohne das es nicht geht, aber sie ist nichts anderes als ein Mittel. Sie ist nicht der Zweck. Und des Buddhas Lehre sagt immer wieder das Gleiche. Einsicht in die Dinge, wie sie wirklich sind, nicht wie wir sie uns ausmalen. Wir könnten alle, die ganze Menschheit, könnten Märchenerzähler sein. Jeder Einzelne. Jeder hat ein Märchen, das ihn im Geist herumspukt. Und das er gerne verwirklichen möchte, was aber natürlich nie passiert. Statt die Dinge so zu sehen, wie sie sind, versuchen wir sie so zu sehen, wie wir es uns ausgedacht haben. Nun hat sich natürlich jeder etwas anderes ausgedacht. Kleine Variationen. Einer hat sich ausgedacht, dass es nett wäre, ein schönes Heim zu haben und einen netten Mann mit zwei Kindern. Einer hat sich ausgedacht, um Gottes Willen keinen Mann, aber doch zwei Kinder. Einer hat sich ausgedacht, es wäre sehr gut, berühmt zu werden. Es ist kein Ende abzusehen, was wir uns alles ausgedacht haben. Jeder hat so kleine Variationen, was er sich da ausgedacht hat. Und wenn wir genügend Willenskraft dahinter tun, dann kriegen wir es auch. Und dann, wenn wir es bekommen haben und eine Weile gehabt haben, dann stehen wir plötzlich da, schauen uns das an und sagen, na und nu? Jetzt habe ich es ja. Na was habe ich jetzt, was jetzt? Es passiert jedem. Da ist überhaupt keiner von verschont. Jedem Einzelnen. Höchstens, dass einer noch zu jung ist, was noch nicht passiert ist, das wäre alles. Aber sonst, auf der Welt gibt es keine Erfüllung. Dieses Fantasiedenken, dass wir uns da Märchen ausdenken, was wir gern hätten, und wenn wir dann noch meditieren können, und dann der andere kann auch meditieren, das muss doch wunderbar sein, dieses Märchendenken, das wird dann eines Tages erkannt, für was es ist, und dann geht man in viele verschiedene Richtungen, um eine neue zu finden. Buddha hat nur eine Richtung, eine einzige, die Welt zu transzendieren. Aber dazu müssen wir sie erst erkennen, für was sie wirklich ist, wie sie wirklich funktioniert. Und das ist die Konzentration des Erwägens. Um die Konzentration des Erwägens zu haben, müssen wir die Absicht haben und die Willenskraft und die Ruhe, denn es ist das Vierte. Wir sind sozusagen wieder Ursache und Wirkung. Wir fangen an mit der Absicht, bringen die Willenskraft hoch, dann kommt die Ruhemeditation, das ist die Konzentration des Bewusstseins, und dann kann das Erwägen kommen. Zu der Ruhemeditation ist nicht viel zu sagen, denn es ist nichts anderes wie das Praktizieren. Immer wieder praktizieren. Bis es eines Tages eine Selbstverständlichkeit wird, dass der Geist zur Ruhe kommt und sich nicht mit Denken beschäftigen muss während der Meditation. Zu der Konzentration des Erwägens ist viel zu sagen. Denn die Ruhemeditation ist ja, wie ich sagte, das Mittel, sodass wir diese Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen, verwenden müssen. So ist die beste Zeit, um das weise Erwägen zu machen, am Ende der Ruhemeditation. Wenn der Geist vollkommen ausgeglichen ist, vollkommen balanciert, sich an nichts stößt, nichts ablehnt, nichts haben will, weil er entweder freudig ist oder zufrieden und keinerlei Wünsche in sich trägt, so dass er sozusagen ein ganz glatter Meeresspiegel ist, in dem wir uns selber spiegeln können. Die Selbsterfahrung der Meditation fängt
Es trifft auf allen Ebenen zu. Ob wir nun denken, diskursives Denken haben, oder ob wir wirklich zur Ruhe kommen, Selbsterfahrung ist bei allem möglich, wenn wir es erwägen. Am einfachsten ist das Erwägen, wenn die Ruhemeditation schon gewesen ist. Dieses Erwägen hat nach des Buddhas Anweisungen drei Hauptpunkte, von denen wir uns einen aussuchen, um als unser Erwägungsobjekt zu benutzen. Und da suchen wir uns den aus, der uns am besten gefällt. Vergänglichkeit, Dukkha, was Leidhaftigkeit, aber auch nicht zufriedenstellend, Unerfülltheit, vielleicht das Wort Unerfülltheit vom klarsten, oder Substanzlosigkeit. Mit der Substanzlosigkeit muss man sich aber erst langsam bekannt machen. Die Vergänglichkeit ist das, was am deutlichsten hervortritt, denn die Ruhemeditation ist ja auch vergänglich. Der beste Zustand in der Ruhemeditation ist vergänglich. Sobald die Meditation zu Ende ist, ist er weg. Und diese Vergänglichkeit auf sich selber beziehen, auf alles, was mit einem selbst zu tun hat. Und dann die Welt um einen herum zur Hilfe nehmen und einmal schauen, ob es etwas gibt, was beständig ist. Überall schauen, gibt es etwas, was beständig ist. Die Welt um uns herum, die wir kennen, die wir uns vorstellen, sich selber hineinschauen. Das ist die Konzentration des Erwägens, die aber nur zustande kommt, wenn wir die Wahrheit wissen wollen. Die Menschheit im Allgemeinen will die Wahrheit nicht wissen. Die Menschheit will angenehm leben. Natürlich, dass es sehr häufig unangenehm ist, wird dann auf irgendwelche äußeren Umstände zurückgeführt. Es ist sehr häufig unangenehm, weil das Leben so ist. Es gibt gar keinen anderen Grund. Wenn wir die Wahrheit wissen wollen, und es handelt sich um die absolute Wahrheit, die Wahrheit, die der Buddha gelehrt hat, dann müssen wir erwägen. Das heißt, wir müssen versuchen, in einer Tiefe zu erkennen, die im täglichen Leben uns natürlich nicht möglich ist, weil viel zu viele andere Dinge passieren. Vergänglichkeit ist das, was uns vielleicht am ehesten noch zugänglich ist, aber auch das Unerfülltsein. Bin ich vollkommen innerlich erfüllt? Und wenn nicht, warum nicht? Habe ich immer noch die Fantasie, dass es an jemand anders liegt? Dass wenn der andere anders wäre, ich dann erfüllt sein würde? Glaube ich das immer noch? Oder ist es mir endlich einmal klar geworden, dass alles in mir zu finden ist? Das ist die Selbsterfahrung der Meditation. Alles ist in mir zu finden. Der Ärger und die Freude, die Ablehnung und das Umarmen, das diskursive Denken und die Ruhe, der Frieden und der Unfrieden. Alles ist doch in mir selber. Ist doch alles zu finden. Das ist doch die Selbsterfahrung der Meditation. Es gibt doch nichts, was da drin nicht wäre. Wie kann ich dann noch glauben, dass es an einem anderen liegen würde? Habe ich den anderen, wer immer der sei, bei mir in den Geist hineingenommen und lasse ihn dort herumspuken und mir das Leben erschweren? Wenn ich weiß, dass die Leidhaftigkeit oder die Unerfülltheit in meinem Leben existiert, dann hat es keinen Sinn, nach außen zu schauen. Nur nach innen. Alles, was Meditation uns bietet, ist Innenschau. Innenschau und Selbsterfahrung. Jede Bewusstseinsebene ist Selbsterfahrung. Wir haben diese Bewusstseinsebenen in uns. Aber aus keinem anderen Grund, als aus ihnen zu lernen. Denn auch sie sind vergänglich.
sodass diese, dass die Meditation, wenn wir sie verstehen als Innenschau und Selbsterfahrung, uns alles bringen kann durch weises Erwägen. Und wenn ich dann sehe, dass entweder durch die Vergänglichkeit oder vielleicht durch die Leidhaftigkeit, durch das Unerfülltsein, wenn ich das erkennen kann als einen inneren Zustand, dann wird es vielleicht noch klarer, was die Absicht im Leben sein soll. Hätte ich gerne erfüllt zu sein, innerlich erfüllt. Und wie ist es möglich, erfüllt zu sein? Bestimmt nicht, indem man etwas bekommt. Bestimmt nicht, indem man jemand bekommt. So, wie ist es denn möglich, erfüllt zu sein? Erfüllt sein ist nur möglich, indem man alles loslässt. Und da muss man mal schauen, woran hafte ich am meisten? Das ist weises Erwägen. Wo bin ich am festesten angeklebt? Was ist mein stärkstes Anhaften, was es mir unmöglich macht, erfüllt zu sein? Es muss nicht ein Mensch sein, es muss, so kann ein Ideal sein, es kann aber auch weltliches, materielles sein, aber es kann auch die Ego-Bezogenheit sein, was man alles selber gern möchte. Was immer sei, das weise Erwägen ist für jeden die Notwendigkeit und der Sinn der Meditation. Das ist der Zweck. Denn das weise Erwägen bringt uns die Selbsterfahrung so weit, dass wir sie verwenden können. Und wenn wir sie verwenden können, wenn wir einmal sehen, dass wir alles in uns haben und dann unseren Geist dorthin richten, dass das Innere, was in uns hochkommt, auf der heilsamen und auf der spirituellen Basis ist, dann ist es uns auch möglich, die Welt etwas mehr fallen zu lassen. Bedeutet nicht, dass wir uns entfernen müssen körperlich. Alles geht im Geist vor. Alles, was wir tun, passiert in unserem Geist. Wenn wir uns ärgern, so ist es in unserem Geist. Wenn wir uns freuen, genauso. Wenn wir anhaften, ist das im Geist, weil wir glauben, dass das, woran wir anhaften, unumgänglich nötig ist, um zu leben. Mal nachschauen. Wirklich? Ist es wirklich unumgänglich nötig? Was ist denn eigentlich unumgänglich nötig, um zu leben? Und wie kann ich dieses Erfülltsein einmal finden? Es sind Fragen, die man sich selber stellen muss. Wozu man, in diesem Fall habe ich von dem Dukkha, von dem Unerfülltsein gesprochen, das vielleicht ein besonders gutes Thema ist, um das Erwägen einmal so weit zu bringen, dass wir doch einmal erkennen können, dass die Welt mit all ihren Verlockungen und Reizen dennoch uns nie erfüllt hat. Oder doch selber nachschauen. Hat sie es getan? Oder glaube ich, wenn ich noch irgendetwas ändere, äußerlich, dass ich es dann schaffe? Oder habe ich schon oft genug geändert? Es ist nicht möglich, das einfach zu hören, zu wissen, zu lesen, selber erwägen. Es ist ein Wort, was in der Buddha-Lehre immer wieder vorkommt und sehr prominent ist. Yoniso Maniskara, weises Erwägen. Das heißt, sich einmal abwenden von dem Denken, wie es auf der Welt üblich ist. Ständige Dualität. Was ich gebe, dafür muss ich auch bekommen. Und ich muss haben, um zu sein. Wirklich? Stimmt das alles? Mal schauen, ob das stimmt. Muss ich haben, um zu sein? Oder bin ich sowieso? Es ist unumgänglich nötig, dass man weiß, wozu man meditiert. Denn nur dann ist es erfüllend und befriedigend.
Und die Befriedigung, die wir bekommen durch die Meditation, ist nicht nur einzig und allein durch momentane oder etwas längere Ruhezustände. Die Befriedigung, die wir bekommen durch die Meditation, ist, indem wir ganz neu erkennen. Wo der Geist dann sagt, ja natürlich. Und vielleicht sich sogar wundert, dass er es nicht schon immer gemerkt hat. Aber vor allen Dingen, dass er sich dann, nachdem er es gemerkt hat, um was es eigentlich wirklich geht, eine viel stärkere Willenskraft hat, diesem weltlichen Denken einmal zu entkommen. Der Welt können wir nur entkommen, wenn dieser Körper nicht kommt, nicht da ist und auch nicht wiederkommt. Aber dem weltlichen Denken können wir jederzeit entkommen. Da brauchen wir nicht mitzumachen, wenn wir einmal begriffen haben, dass man auch anders denken kann. Das ist das, womit die meisten Menschen die größte Schwierigkeit haben. Wir erkennen vieles als wahr, aber es dann auch wirklich nachzuvollziehen. Es ist nur möglich, wenn wir nicht nur den Mut unserer Überzeugung haben, auch das gehört dazu, den Mut der Überzeugung, sondern auch unser Anhaften als unsere Unreinheit erkennen und loswerden wollen. Je stärker wir anhaften, desto schwieriger ist unser Leben. Wir haben also vier: Absicht und Willenskraft, Konzentration, von Absicht und Willenskraft, Konzentration von Bewusstsein, Ruhemeditation, Konzentration des Erwägens. Die Konzentration des Erwägens ist aber nicht nur am Ende der Ruhemeditation. Die Konzentration des Erwägens kommt eines Tages so weit, dass wir alles, was passiert, alles, im Lichte von Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Substanzlosigkeit erkennen. Alles. Sodass am Ende nichts mehr auf der Welt geschehen kann, was uns aus der Ruhe bringen kann. Das ist sozusagen der Endeffekt. Aber dazu muss man sich einmal erst hinarbeiten. Die Konzentration des Erwägens soll aber auch im täglichen Leben stattfinden und nicht nur in einer Meditationssituation wie hier oder am Ende der Ruhemeditation, sondern was immer uns berührt, wo immer wir konfrontiert sind, was immer es sei, es gibt nichts, was nicht vergänglich sei. Jede Sekunde ist schon vorbei. Was gibt es, was nicht vergänglich ist? Was gibt es, was auf der Welt vollkommen erfüllend ist? Und was gibt es, was, da es ja alles vergänglich ist, wirklich tiefe, echte Substanz hat? Diese Möglichkeiten des Erwägens können auf einer von den dreien ausgeübt werden oder bei allen dreien, das ist egal. Aber sie dürfen nicht nur meditativ benutzt werden, das auch, denn sonst wird im täglichen Leben all das, was man vielleicht nach der Meditation schon gesehen hat, wieder vollkommen vergessen. Und dann hat sich nichts geändert. Die Meditation muss eine Änderung mit sich bringen, von der Art und Weise, wie wir uns selbst und die Welt um uns herum sehen. Es ist nicht nur, um eine Annehmlichkeit zu haben. Das ist auch der Fall. Aber dafür ist es nicht gedacht. Wenn irgendwelche Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dafür. Ja, bitte. Wenn du sagst, am Ende der Ruhe, in der Meditation, geht es um das weise Erleben, am Ende der Meditation, wo immer die Meditation aufhört. Die achte Vertiefung ist die ungeeignetste für Einsicht. Aber das hat nichts zu sagen. Die achte Vertiefung als Einsichtsobjekt ist ungeeignet. Aber der Geist ist ruhig nach allen Vertiefungen, wo immer die Meditation aufhört. Das kann auch nach der ersten sein.
Ist egal. Und es kann auch, wenn keine Vertiefungen sind, es kann auch sein, wenn der Geist nur mal ein paar Minuten hat aufgehört zu denken. Und wo immer man aufhört. Was gibt's noch? Noch eine Frage, bitte schön. Mir ist aufgefallen, als du gesagt hast, durch das Fallenlassen, das Loslassen, stellt sich erst die Erfülltheit ein. Dass ich ganz stark das Gefühl hatte, ich möchte auch erfüllt sein, indem ich gebe. Ist das jetzt ein Widerspruch oder kann das auch zusammengehen? Nein, absolut kein Widerspruch, denn geben ist ja Loslassen von dem, was ich habe. Das ist ja genau das Richtige. Alles, was ich habe, wenn ich es gebe, lasse ich es ja los. Also es ist, der Widerspruch wäre, wenn ich haben möchte. Was ich haben möchte, oder was ich behalten möchte, das ist immer im Widerspruch. Aber wenn ich aus Mitgefühl geben möchte, so ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil, in derselben Richtung. Was noch? Mit dem Wille. Also der Wille ist eine transzendentale Kraft. Und doch gehört doch der Wille zu den Geistformationen. Also für mich hat er einfach eine spezielle Bedeutung. Ja, er hat auch eine spezielle Bedeutung, denn er hat die Kraft, uns das zu dem Transzendentalen zu führen, wenn wir dahin wollen. Es kommt darauf an, was wir wollen. Wenn ich heute Millionär sein möchte, dann habe ich die Willenskraft, mich um materielle Dinge zu kümmern. Wenn ich aber erleuchtet sein möchte, dann ist die Willenskraft die Möglichkeit, dieses Transzendentale zu verwirklichen. Ja. Ah, du meinst, ob er eine spezielle Stellung einnimmt? Ja, er nimmt schon eine spezielle Stellung ein, hier in diesen vier Idipadas, in den vier Machtfährten. Also da ist er schon speziell. Da sind ja diese vier Geistesformationen sind da erwähnt. Das sind alles Geistesformationen. Erwägen, Bewusstsein, Absicht und Willenskraft. Da ist er schon unter den vier Speziellen. Aber sonst hat er nichts, weiter keine besondere Stellung. Ja. Könntest du vielleicht noch etwas zur Substanzlosigkeit sagen, wie man da am besten weiter erwägt? Die Substanzlosigkeit wird sehr häufig klar durch die Vergänglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, die fünf Daseinsgruppen zu untersuchen. Und zwar, denn da erscheint es sich. Die fünf Daseinsgruppen davon sind einer der Körper. Und die anderen vier sind Geist. Und diese vier des Geistes, der Körper natürlich auch, aber die vier des Geistes zu untersuchen, kann sehr hilfreich sein. Und zwar ist das eine, das Sinnesbewusstsein. Sehen, hören, riechen, schmecken, antasten und diese fünf Sinne, dann das Gefühl, und dann die Wahrnehmung, das ist also Namen geben, und dann unsere Reaktion, die Geistesformation, diese vier. In denen kommt das Ich ständig hoch. Wenn man etwas sieht, glaubt man, ich sehe. Wenn man reagiert, weiß man, ich reagiere. Diese vier zu untersuchen, vielleicht der klarste und schnellste Weg, die Illusionen des Ich zu erkennen. Das heißt also, jedes Mal, wenn sagen wir mal zum Beispiel, wenn ein Schmerz kommt beim Sitzen, das ist ganz deutlich dabei, und der Geist reagiert darauf, dann kann man das nochmal rückgängig machen, sozusagen, diese Reaktion. Und mal einmal anschauen, was da eigentlich auf dem Weg bis zu der Reaktion passiert ist.
Das erste war das Sinnesbewusstsein, und zwar hier der Berührungskontakt. Der Berührungskontakt, sagen wir mal, des Knies auf der Matte, ja? Oder auf dem anderen Knie. Dann kam ein Gefühl, das war unangenehm. Unangenehmes Gefühl. Es gibt nur drei: angenehm, unangenehm, neutral. Hier haben wir ein unangenehmes. Und dann kam eine Wahrnehmung, ein Etikett. Das hat gesagt Schmerz. Und dann kam die Reaktion, das ist ja schrecklich. Und bevor man sich überhaupt das alles klar gemacht hat, hat man sich umgesetzt. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht umsetzen soll. Absolut nicht. Es hat überhaupt keinen Sinn, mit Ablehnung von Schmerzen zu sitzen. Buddha hat gesagt, um meditieren zu können, muss man komfortabel in Körper und Geist sein. Also es bedeutet nicht, dass man sich nicht umsetzen soll. Es bedeutet nur, dass man gerade bei diesem Vorgang die vier Teile des Geistes ganz deutlich erkennen kann. Der Sinnesbewusstsein, der Sinneskontakt, ja. Dann das Gefühl, was von jedem Sinneskontakt kommt. Dann das Etikett und dann die Reaktion. Und dasselbe dann auch, sagen wir mal, beim Sehen oder Hören einmal machen. Beim Hören ist es einfacher, beim Sehen ist es schwieriger. Aber genau dasselbe einmal dabei auch machen. Und sehen, ob man da dieser Ich-Illusion etwas auf die Schliche kommen kann. Und natürlich der Körper, das ist sowieso intellektuell, weiß jeder, sagt jeder, nein, nein, ich bin nicht der Körper, aber gefühlsmäßig glaubt natürlich jeder, er ist der Körper. Denn sonst hätte man ja nichts dagegen, dass er alt, krank und tot ist. Dann hat man ja was dagegen, weil es ja ich sein soll. Ne? Also mit dem Körper kann man natürlich auch dann die Sache mal untersuchen. Aber auch gerade die Teile des Geistes sind besonders hilfreich. Ist das klar, was ich da erklärt habe? Nein, also. Die Substanz, na nee, die zu erfahren, das ist nicht so einfach. Das ist der Fahrtmoment. Da muss man sich hinarbeiten. Die Substanzlosigkeit heißt ja in diesem Fall, dass da keine Person drin sitzt. Ja? Dass da keine Substanz, da ist keine Substanz, da ist keine Person, kein Kern. Und das ist eben das, was dadurch erkannt werden kann. Erleben, nein. Das Erleben, das kommt etwas später. Erstmal erkennen. Das Erkennen ist das sozusagen intellektuell zu wissen. Jawohl, das stimmt. Das Erleben, das kommt später. Erst erkennen. Und das heißt also jetzt erstmal erkennen, dass wir sozusagen ein Fantasiedenken haben, ständig, dass ich das erlebe. Ja, wieso denn eigentlich? Wozu, wieso glaube ich denn das? Und mit diesem ständigen Wechselvorgang, der da ist, wo sitzt denn dieses Ich? In welchem Moment ist denn dieses Ich zu finden? Also es ist die Vergänglichkeit reinschauen und Geistesgruppen. Also das Erleben, nein, das will ich schon gerne glauben, dass du das nicht erlebt hast. Aber erstmal erkennen, nochmal untersuchen. Okay, versuch mal. Ja, das stimmt, schon. Aber um daran zu kommen, dass nichts Substanz hat, musst du es erst im Ich erkennen. Das stimmt schon, was das wäre schon, das Ende des Erkennens, dass nichts Substanz hat, weil es alles sich ständig dreht und wendet, aber erst im Ich erkennen. Ja?